Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch erzählen, was ich von meinem 9-jährigen Sohn Silas gelernt habe. Ich habe noch einen 13-jährigen Sohn, Simon. Durch ihn habe ich auch vieles lernen dürfen. Durch ihn habe ich mich zum Beispiel intensiver mit den Thematiken Hochsensibilität und selbstbestimmtes Lernen beschäftigt. Letztes Jahr habe ich auch 2 Videos zum selbstbestimmten Lernen, zum Freilernen veröffentlicht. Das waren 2 Interviews mit der Line Fuchs von der Wildnisfamilie. Eins der Videos werde ich euch oben in den Infokarten verlinken. Heute geht es darum, was ich von meinem 9-jährigen Sohn gelernt habe. Ich hatte zuerst auf meinem Zettel nur 4 Themen stehen. Ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht und da kam mein Jüngster und fragte, was ich denn mache. Und da habe ich ihm von diesem Video erzählt, dass ich eben den Menschen erzählen möchte, was ich von ihm gelernt habe. Und da kam als erstes von ihm Barfußlaufen. Und das hatte ich ja nun gar nicht auf meiner Liste stehen. Also sind heute 5 Themen. Das erste Thema ist Ernährung. Das zweite Thema ist eigene Bedürfnisse. Das dritte Thema ist Barfußlaufen. Das vierte Thema ist Wiedergeburt. Und das fünfte Thema, die fünfte Thematik, wann beginnt das Leben eines Kindes? Und ich beginne jetzt gleich mit dem ersten Thema, Ernährung. Ernährung ist ja auch hier auf meinem Kanal das Hauptthema. Gesunde Ernährung, vegane Ernährung, Rohkosternährung. Und da fließt auch immer mal die Ernährung meiner Kinder mit ein. Es gibt diverse Food Diaries, wo man sehen kann, was meine Jungs an aufeinanderfolgenden Tagen essen. Ich sage auch immer wieder, meine Kinder essen nicht zu 100% Rohkost oder zu 100% vegan oder zu 100% vegetarisch. Aber hier zu Hause liegt der Fokus auf pflanzliche Nahrung, auf pflanzliche Lebensmittel und so frisch wie möglich zubereitet, entweder als Rohkost oder eben dann auch als vegane Kochkost. Bei meinem Jüngsten war es so, er hat von Anfang an ziemlich viele Lebensmittel abgelehnt. Ich habe ihn fast ein Jahr voll gestillt und dann hat er sich nur sehr zögerlich an Lebensmittel herangewagt. Also hat die ganze Palette an Lebensmitteln, die zur Verfügung stehen, weitestgehend abgelehnt. Und mein Ideal, ihn jetzt vegan zu ernähren, das scheiterte daran, dass er eben auch nicht die ganze Palette an pflanzlichen Lebensmitteln zu sich nehmen wollte. Also bis heute isst mein Jüngster keine Sprossen, kein rohes Gemüse, kaum Grün. Also er trinkt jetzt ab und zu mal grünen Grassaft, eine ganz kleine Portion. Aber auch noch mir zuliebe, es ist nicht so, dass er das wirklich von Herzen gern trinkt. Aber er isst auch ab und zu im Sommer oder im Frühjahr Blätter, Lindenblätter mag er auch sehr oder ab und zu auch mal ein bisschen Wildgrün. Aber sonst eher wenig Frischkost, wenig Grün, keine wirklichen lebendigen Lebensmittel, eher so die konzentrierte Kost, auch was die Rohkost angeht. Also isst zum Beispiel lieber Apfelchips, die ich selbst zubereite, als einen richtigen frischen Apfel. Und ich habe durch ihn gelernt, dass ich dieses Festhalten an veganer Ernährung, mein Kind jetzt unbedingt vegan zu ernähren und so mit so viel frischen Lebensmitteln wie möglich, dass ich an ihm scheiterte, weil er das einfach nicht mitgetragen hatte. Ich musste lernen, undogmatisch da heranzugehen, einfach loszulassen, im Frieden damit zu sein. Wenn mein Jüngster außer Haus ist, bei Freunden, bei Familienangehörigen, dann isst er eben das, was ihm angeboten wird, beziehungsweise verlangt dann eben auch bestimmte Nahrungsmittel, die er gern essen möchte. Und ich bin damit jetzt total in Frieden gekommen und bei uns gibt es zu Hause auch ab und zu Rohmilchbutter und Eier, weil das mein Jüngster eben sich wünscht. Und auch wenn ich eher die vegane Ernährung befürworte, zwinge ich ihm mein Dogma, vegan essen zu müssen, nicht auf. Also das war auch ein sehr wichtiger Lernprozess für mich. Da bin ich ihm auch wirklich sehr dankbar, dass er mich dahin geführt hat. Was ich auch bei meinem Jüngsten sehr interessant finde, dass er eben ganz viele Lebensmittel, ob roh oder gekocht, gern mono ist. Also er mag nicht unbedingt vermischte Speisen. Also er isst zum Beispiel, wenn ich ihm abends Wildreis koche oder Quinoa oder Backkartoffeln, dann isst er die am liebsten so. Maximal noch mit ein bisschen Salz. Da darf kein Gemüse ran. Der Tofu, wenn es Tofu dazu gibt, dann gesondert. Das darf auf keinen Fall mit vermischt werden. Also er isst immer sehr gern die Dinge einzeln. Die Ausnahmen sind zum Beispiel Suppen, Kürbissuppe, rote Beetesuppe, da darf ich auch ein bisschen mischen. Aber das ist ja auch nicht so offensichtlich, das Mischen, weil es eben gemixt ist. Aber alles, was man so einzeln essen kann, liebt er auch einzeln zu essen. Und es hat mich immer sehr fasziniert, wie souverän er auch damit umgegangen ist, wie sicher er da auch immer reingegangen ist. Nee, das esse ich so und nicht vermischen und das so. Das hat mich auch sehr, sehr inspiriert und mich wieder an meine erste Rohkostzeit erinnert. Das war so im Jahr 2000, da habe ich ein paar Monate nur Rohkost gegessen und da habe ich das auch oftmals so praktiziert. Ich habe dann viel einfacher gegessen damals als
in den letzten Jahren. Jetzt komme ich ja wieder dahin, sehr einfach zu essen, viel Mono zu essen. Und er hat das praktisch schon im Blut gehabt, sage ich jetzt mal so. Das war so eine innere Intuition zu sagen, ich esse nicht so viel vermischt, ich esse das unvermischt. Ich möchte nicht das ranhaben und das ranhaben. Ich will wirklich nur dieses Lebensmittel einzeln essen. Und es ist einfach wunderbar zu beobachten, wie sich Kinder da auch schon führen und leiten lassen und wie man einfach auch die Bedürfnisse dann einfach auch unterstützt und ihm nicht einredet, dass das nicht gesund ist, dass es nicht gut ist und dass wir alle anderen das nicht machen, sondern dass er einfach so seinen Weg gehen kann, eben Mono zu essen, nicht nur Rohkost zu essen, nicht nur vegan zu essen und einfach auch seine Bedürfnisse äußern kann und ich ihn dabei unterstütze bezüglich seiner bevorzugten Lebensmittel. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Thematik, das sind die eigenen Bedürfnisse. Mein Jüngster konnte schon recht früh ganz klar und deutlich seine Bedürfnisse äußern und die auch sehr ausdauernd einfordern. Also mit ihm hatte ich diesbezüglich auch die größten Reibungspunkte, die größten Auseinandersetzungen. Mein Ältester ist da eher wie ich, sehr harmoniebedürftig und sehr kompromissbereit. Und ich habe auch durch meinen Jüngsten sehr viel über mich selbst gelernt. Ich war ein sehr artiges, braves, angepasstes Kind, habe immer geschaut, dass die Bedürfnisse anderer erfüllt werden, dass andere glücklich sind und habe meine eigenen Bedürfnisse einfach nach unten gedrückt, vernachlässigt, unterdrückt, habe gar nicht geschaut, wie geht's mir denn damit, was tut mir denn gut. Und das durfte ich durch meinen Jüngsten dann lernen. Erst gab es die Auseinandersetzungen und Reibereien, dann habe ich auch gesehen, was das in mir auslöst, was mir das spiegelt und habe dann erkannt, dass ich oftmals meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt habe, auch noch lange als Erwachsene. Das ist auch ein ganz langer Prozess, durch den ich jetzt gehe, meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, anzunehmen, anzuerkennen und auch gemäß meinen eigenen Bedürfnissen zu handeln. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, dass er mich in diese Richtung gelenkt hat, dass ich eben auch bedürfnisorientiert nicht nur meine Kinder begleiten kann, sondern dass ich selber auch bedürfnisorientiert leben kann, dass ich einfach nach meinen eigenen Bedürfnissen schaue. Vor ein paar Wochen waren liebe Freunde zu Besuch, die haben ein Buch mitgebracht, das ABC der Gefühle. Darin werden 60 Gefühle beschrieben und zwar in der Ich-Form, also die Gefühle sprechen. Das fasziniert mich immer sehr, solche Texte. Das hat mich auch schon bei Ann und Erit fasziniert. Ich habe auch kürzlich ein Video veröffentlicht, also spricht der Magen, wo Ann und Erit den Magen selbst sprechen lässt. Da gibt es auch noch ein tolles Kapitel, habe ich auch ein Video dazu gemacht, also spricht die Krankheit. Und da bin ich immer sehr fasziniert, wenn man diese Gefühle oder eben Krankheiten und diese Organe selber sprechen lässt. Und ich habe durch dieses Buch geblättert und habe dann auch etwas über Eigensinn gelesen. Und da habe ich meinen jüngsten Sohn wiedererkannt. Mein Ältester hat sich manchmal beschwert, ja, Silas ist so egoistisch. Wir haben das so als Egoismus wahrgenommen, wie er manchmal so agiert. Und hier in diesem Buch stehen interessante Dinge über den Eigensinn und da habe ich meinen Sohn eher wiedererkannt. Da steht zum Beispiel: Die Wahrheit ist, dass ich das Gefühl bin, das den Sinn für das eigene eines Menschen mobilisiert und stärkt, nicht mehr und nicht weniger. Die eigenen Interessen ernst nehmen und nicht ignorieren, die eigenen Bedürfnisse respektieren und nicht leugnen. Was soll daran schlimm sein? Den Eigensinn zu unterdrücken, daran haben ideologische und totalitäre Obrigkeiten Interesse. Oder Menschen, die neben ihrer eigenen Unsicherheit keine Stärke zulassen wollen oder können. Wer die Einzigartigkeit jedes Menschen würdigt, muss auch mich, den Eigensinn, respektieren. Ich bin der Boden für die Würde. Ohne Eigensinn keine Würde. Viele Menschen glauben, wenn jemand eigensinnig ist, dann geht das auf Kosten anderer. Das ist ein Irrtum und eine Verwechslung mit dem Egoismus. Diese erhöht das Ich über andere. Der Egoismus braucht andere, die niedriger und schwächer sind. Ich liebe die gleiche Augenhöhe. Menschen, die mich achten, machen immer die Erfahrung, dass sie mit anderen besser auskommen, als wenn sie mich leugnen und sich kleiner machen und nur den Erwartungen anderer entsprechend handeln. Sicherlich kann es Streit geben. Na und? Wer sich das Recht auf den Sinn für das eigene einräumt, räumt in der Regel das auch anderen ein. Dann wird eben manchmal ein Konflikt ausgetragen oder dann merken manchmal Menschen, dass sie nicht zueinander passen. Das mag aufregend oder schmerzlich sein, aber immer noch besser als unlebendig, oder? Dann gibt es bestimmt andere, die den Eigensinn respektieren und denen man in Würde begegnen kann. Deshalb freue ich mich über jeden Menschen, der mich lobt und liebt. Viele haben versucht, mich zu unterdrücken und ich verhehle nicht, dass ich davor Angst habe.
Unglaublich viel Gewalt wurde gegen mich angewendet und manche Menschen sind daran zerbrochen und verleugnen mich seitdem. Doch für die meisten gilt, ich bin wie wild wachsende Blumen im Rasen. Ich komme immer wieder. Und ob man mich begrüßt und wachsen lässt oder wegmäht und stutzt, kommt auf die Einstellung der Gärtner, Gärtnerinnen an. Das war für mich wirklich eine ganz großartige Erkenntnis. Also ich habe ja auch schon in den letzten Jahren diesen Eigensinn meines Sohnes sehr gut annehmen können. Das hat ja sehr viel mir selbst gespiegelt. Ich bin auch selber in den Lernprozess gekommen, aber als ich das jetzt vor ein paar Wochen gelesen habe, war wirklich nochmal so ein Aha-Effekt, das wirklich noch viel mehr aus meinem tiefsten Inneren anzunehmen und mich selber auch mit meinen Bedürfnissen anzunehmen und wirklich auch immer mehr dahin zu gehen, bestimmte Dinge auch auszusprechen, die ich mich vielleicht früher nicht getraut habe, weil ich Angst vor der Reaktion des Gegenübers hatte oder weil ich Angst vor meinen eigenen Gefühlen hatte. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess. Und da bin ich auch noch auf alle Fälle mittendrin und da ist auch noch ein bisschen Weg vor mir. Das dritte Thema, Barfußlaufen. Mein Jüngster hat mich 2015 inspiriert, barfuß zu laufen. Er hatte Schuhe an, die drückten und hat gesagt, ich ziehe die jetzt aus. Und er ist einfach barfuß gelaufen. Wir waren dann auch in der Stadt unterwegs, mit Straßenbahn gefahren, sind durch die Stadt gelaufen und er mit einer Selbstverständlichkeit barfuß gelaufen. Mich faszinierte seine Klarheit und Selbstverständlichkeit, die Schuhe wegzulassen. Na, Kinder sind ja manchmal noch viel freier in ihrem Denken und nicht so darauf konditioniert, was sich gehört und was angeblich normal ist. Und ich habe mir das so ein paar Tage bei ihm angeschaut und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt mache ich das auch. Ich probiere das jetzt einfach auch mal aus. Und da war wieder einer meiner Söhne Lehrer für mich, eine Inspirationsquelle, die mich animiert hat, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, beziehungsweise eine bestimmte Thematik eben auch mal durch einen ganz anderen Blickwinkel zu schauen. Und ich hatte eben so Gedanken wie, da werden ja meine Füße schmutzig, was könnten die anderen Leute von mir denken, wenn ich auf einmal barfuß herumlaufe, ich könnte mich verletzen. Und das ist alles überhaupt nicht eingetreten. Es war ein wunderbares Gefühl, barfuß zu laufen. Seit 2015 laufe ich regelmäßig barfuß, von Frühjahr bis Herbst. Und in den letzten ein, zwei Jahren habe ich wirklich gemerkt, dass ich am liebsten in der Natur barfuß laufe. Also im Wald, auf Erde, auf Wiese, auf trockenem Laub, am See, auf Sand, auf Steinen. Also viel lieber als in der Stadt auf Asphalt. Und was ja auch interessant ist, das gibt ja die These, dass unser Körper über die Füße freie Elektronen aufnehmen kann und diese im Körper freie Radikale bindet. Also noch ein wundervoller Grund, barfuß, regelmäßig barfuß zu laufen, vor allem dann, wenn es die Witterung einfach zulässt. Kommen wir zum vierten Thema, Wiedergeburt. Das ist auch ein sehr polarisierendes Thema. Und ich habe, würde ich mal sagen, vor 10 Jahren mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich konnte dazu überhaupt nichts sagen und habe es aus meiner Erinnerung heraus eher abgelehnt und gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und vor 4 oder 5 Jahren hatte ich mit meinem Jüngsten ein Erlebnis, was mich zum Umdenken gebracht hat. Wir waren gerade im Erzgebirge, meiner alten Heimatstadt, und meine Mama hat uns zurückgefahren. Wir saßen im Auto, wir waren auch schon in Leipzig und wir hatten dann im Auto das Thema, wer wo geboren wurde. Mein Ältester wurde in Schkeuditz geboren und bei ihm steht in der Geburtsurkunde Schkeuditz und nicht Leipzig. Und mein Jüngster wurde hier in dem Stadtteil, wo wir leben, geboren. Da sagte ich ihm, ja, du bist hier in diesem Stadtteil geboren. Hier gibt es doch das Krankenhaus, wo wir da immer vorbeifahren. Und da bist du geboren. Du bist ein Leipziger. Und die Jungs saßen hinten im Auto und da war erstmal Stille. Und dann kam auf einmal von meinem Jüngsten, und wer war vorher meine Mama? Und dann haben wir erstmal alle schallend gelacht. Und erst im Nachhinein wurde mir die Tragweite dieser Frage erst bewusst, was er damit meinte. Und er konnte auch nicht erklären, auch später nicht, warum er das gesagt hat. Er hat gesagt, es kam einfach so aus ihm raus, die Frage. Und das ist so faszinierend, dass Kinder eben vor allem im jungen Alter noch nicht so gedeckelt sind, was normal ist, was sich gehört. Es gibt noch nicht so viele Erklärungsmodelle, wie die Welt beschaffen ist von Leben und Tod. Und dann hat er einfach die Frage gestellt, wer war sozusagen im vorherigen Leben meine Mama? Jetzt bist du meine Mama in dem Leben? Und wer war vorher meine Mama? Und dieser Satz hat bei mir ganz viel ausgelöst, dass ich mich auf einmal für dieses Thema ganz weit geöffnet habe. Also ich habe jetzt keine Bücher dazu gelesen, ab und zu mal ein paar Videos geschaut, mich mit anderen Menschen darüber unterhalten, die sich schon mehr dafür geöffnet haben. Und heute bin ich an dem Punkt, ich habe, glaube ich, mal in irgendeinem Video gesagt, ich glaube daran. Ich würde eher sagen, ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mich ganz weit dafür öffnen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass unsere Seelen wiedergeboren werden.
Eine Person, die ich sehr schätze und der ich auch sehr vertraue, hat mir vor ein paar Wochen erzählt, dass sie schon mal in eine sehr, sehr lebensbedrohliche Situation gekommen ist. Es schien aussichtslos, es schien wirklich so, als ob es dem Ende nahe geht. Und sie hat gespürt, wie ihre Seele den Körper verlässt und wie sie die Situation von oben gesehen hat. Und sie sagt, es muss ein Wunder gewesen sein, dass diese lebensbedrohende Situation dann eben nicht dazu führte, dass sie starb, sondern es führte dann doch dazu, dass sie nicht verunglückte. Und dann fuhr die Seele wieder in den Körper. Das war für mich, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, wo ich das gehört habe. Und warum sollte ich diese Erfahrung in Frage stellen? Also diese Person, ich weiß nicht, ob sie schon vorher daran geglaubt hat, sie sagt, durch diese Erfahrung kann sich das auf alle Fälle vorstellen, dass es das gibt, dass Seelen aus dem Körper austreten können. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante, aber auch polarisierende Thematik. Und ich denke mir auch, ich kann das doch jetzt nicht in Frage stellen, was sie mir erzählt. Für mich war das sehr, sehr glaubwürdig, weil ich auch diese Person sehr schätze und ihr auch vertraue. Und ich frage mich dann, was weiß ich denn wirklich? Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Es gibt so viele Dinge, die wir manchmal durch unseren beschränkten Horizont, durch unseren beschränkten Geist nicht erfassen können. Das heißt aber nicht, dass es diese bestimmten Dinge, wie eben auch Wiedergeburt, nicht gibt. Auch wenn wir sie nicht erklären können und wenn es vielleicht für viele Menschen auch gar nicht fassbar und fühlbar und erlebbar ist, heißt das ja nicht, dass es Wiedergeburt nicht gibt. Durch einen begrenzten Horizont sieht man eben etwas aus einem sehr, sehr begrenzten Blickwinkel. Es ist manchmal sehr befreiend, diesen Blickwinkel zu erweitern und einfach auch mal anders in die Dinge hineinzuschauen. Mir ist auch immer wieder in den letzten Jahren aufgefallen, wenn ich mich mit unterschiedlichen Themen beschäftige, dass immer gewisse Erklärungsmodelle existieren. Entweder ein Erklärungsmodell A und B und man ordnet sich einem dieser Erklärungsmodelle zu. Mir fällt aber immer wieder auf, dass wir die gewisse Erklärungsmodelle gar nicht prüfen können. Wir glauben einfach an Dinge, wir denken, es ist wahr, aber wir können es nicht prüfen. Wir wissen nicht, ob es wirklich wahr ist. Also persönliches Beispiel ist zum Beispiel von mir die Evolution. Ich habe mich ganz lange mit der Evolution des Menschen beschäftigt. Bestimmt 20, 25 Jahre meines Lebens eingenommen. Schon seit meiner Kindheit. Ich habe viel Bücher gelesen, Dokumentationen geschaut, Artikel gelesen, mich ganz viel damit beschäftigt und musste irgendwann erkennen, dass das, was ich für wahr empfunden habe, nicht wahr ist. Es wird angenommen, dass es so ist. Es gibt kaum Beweise. Ich beschreibe das auch immer gern so, dass die Evolution des Menschen, das ist so wie ein tausendteiliges Puzzle und wir haben 10, vielleicht 20 Puzzleteile und wir müssen jetzt sagen, was auf diesem Puzzle ist. Und das wird einfach nicht gelingen. Also es ist wirklich viel Vermutung dabei, viel Annahme und ich glaube jetzt nicht mehr an die Evolution des Menschen. Ich glaube aber auch nicht an die Schöpfergeschichte, so wie es in der Bibel steht. Also das ist wieder so Modell A oder Modell B. Ich glaube an überhaupt keine Modelle. Ich weiß es einfach nicht. Und ich lasse da einfach auch meinen Geist offen für andere Interpretationen, für andere Thesen. Und solche Beispiele findet ihr auch ganz viele. Also begegnen mir immer wieder, wo ich dann auch merke, die Menschen, die glauben nur an etwas, sie denken, sie wissen die Wahrheit. Aber die Wahrheit, die können wir oft nicht prüfen. Wir müssen einfach glauben, was uns erzählt wird. Ich selbst habe noch keine außerkörperlichen Erfahrungen gemacht, was mir aber schon seit meiner Kindheit aufgefallen ist, dass ich mich zu einer gewissen Zeitepoche stark hingezogen fühle. Dass das sehr viel in mir auslöst, auch sehr viel Wehmut und mich ganz besonders packt, wenn ich mir alte Filme anschaue, alte Videoaufnahmen, alte Fotos. Ich habe früher auch mal alte Bücher gesammelt. 1900, 1910, 1920, das ist so die Zeit, da habe ich so ein Da fühle ich mich so ganz besonders hingezogen und ich habe auch früher, vor vielen Jahren, auch alte Bücher gesammelt aus dieser Zeit und ich liebte so die altdeutsche Schrift zu lesen. Ich schaue mir heute auch noch alte Filmaufnahmen, alte Fotos an, wenn ich die Zeit dazu finde und immer wieder packt mich so ein gewisses, ich kann es gar nicht so beschreiben, so eine Seligkeit, so ein bisschen auch Herzschmerz, so ein bisschen Wehmut, als ob da irgendwas ist, wo ich hingehöre. Also ich kann es immer so ganz schlecht beschreiben. Ich habe mich auch manchmal gefühlt, als ob ich aus der Zeit gefallen bin, als ob ich hier irgendwo falsch bin. Also es gab auch eine Zeit, wo ich immer mehr in der Vergangenheit gelebt habe, gar nicht so in der Gegenwart. Und durch meine Kinder hat sich das extrem gebessert. Durch meine Kinder bin ich dann in der Gegenwart, im Hier und Jetzt gelandet. Und das ist ja auch immer das Schöne an Kindern, dass sie so in der Gegenwart sind, dass sie weder groß in die Zukunft hineindenken, noch groß in der Vergangenheit weilen. Sie sind immer im Hier und Jetzt. Das war für mich auch ein sehr sehr wichtiger Prozess, da mit reinzugehen, also mit mehr in der Gegenwart zu sein. Aber nach wie vor, wenn ich die Zeit finde, schaue ich mir eben gern
alte Filme, alte Videos an, alte Fotos an und habe auch früher immer so aus Spaß gesagt, also wenn es sowas wie Wiedergeburt gibt, dann habe ich in dieser Zeit auf alle Fälle gelebt. Und wer weiß, vielleicht habe ich da wirklich eine Verbindung dahin. Und weil ich schon Videos angesprochen habe, auf YouTube findet ihr auch ganz viele alte Aufnahmen. Da gibt es zum Beispiel ein Video Berlin um 1900. Wenn ich mir das anschaue, habe ich immer das Gefühl, ich gehöre da auch irgendwie rein. Da ist ein Teil von mir und diesen Zeitgeist, den sauge ich dann so in mir auf. Also ich kann das gar nicht so beschreiben. Es fällt mir wirklich schwer, exakt Worte für die Gefühle zu finden, die da in mir vorgehen. Ich verlinke euch mal das Video Berlin um 1900. Das ist auch nachkoloriert. Und dann denke ich, das kenne ich irgendwie. Das kommt mir so vertraut vor. Das kenne ich. Und wie gesagt, da blitzt auch manchmal was auf meine Erinnerung, aber ich kann es nicht packen, ich kann es nicht beschreiben. Und das sind eher so die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass ich es mir eben auch vorstellen kann. Kommen wir zum letzten Thema. Wann beginnt das Leben eines Kindes? Mein Jüngster hat schon immer gern die Geschichte gehört, wie er in meinem Bauch gewachsen ist und wie die Geburt verlaufen ist. Das hat ihn immer sehr, sehr interessiert und das möchte er immer wieder gern hören. Und als er so 7 war, hat er dann gesagt, eigentlich bin ich ja schon 8. Da habe ich gesagt, wieso bist du schon 8? Na, ich habe ja doch in deinem Bauch schon gelebt. Ich war doch in deinem Bauch schon da. Da habe ich auch schon gelebt. Und dann denke ich mir so, ja, stimmt. Stimmt, eigentlich bist du älter als 7. Mein Sohn, der wird jetzt Anfang April 10. Und er sagt, eigentlich bin ich ja schon 10. Ich bin ja schon 10. Ich war ja schon in deinem Bauch da. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Klarheit, das ist schon immer sehr, sehr faszinierend, dass er sagt, na, ich war ja schon in deinem Bauch da. Da habe ich auch schon gelebt. Da war ich nur in deinem Bauch. Aber dein Bauch ist ja auch da. Der ist ja auch schon auf der Welt und ich habe nur in deinem Bauch gelebt. Und dann bin ich rausgekommen. Vielleicht haben sich einige schon ein bisschen intensiver von euch mit Abtreibung beschäftigt, was da passiert. Also es gibt ja die Möglichkeit des Absaugens oder der Fötus wird in der Gebärmutter zerschnitten. Da werden die Gliedmaßen entfernt und dann der Kopf zerquetscht. Also ihr habt da schon ganz gruselige Sachen gelesen und dann wird das rausgesaugt. Und man darf ja nicht vergessen, das Herz schlägt ja schon ab der 6., 7. Woche. Wenn man sich da mal so die Bilder anschaut, wie ein Fötus aussieht, so in der 9., 10., 11. Woche, das sind ja schon wie kleine Menschen, die sind ja schon ausgebildet, aber eben nur noch ganz klein, die müssen noch wachsen und reifen. Ich kam auch mal in eine Situation bei meinem Jüngsten, wo ich überlegt habe abzutreiben, weil ich gemerkt habe, mit meinem Partner wurde es schwieriger. Das spielt halt auch in diese Thematik eigene Bedürfnisse. Ich war immer sehr harmoniebedürftig und habe meine eigenen Bedürfnisse immer unterdrückt. Und dann habe ich gemerkt, in dieser Beziehung waren wir beide nicht glücklich. Und zu dem Zeitpunkt war ich am Anfang der Schwangerschaft. Und da hatte ich wirklich auch die Überlegung, ob ich abtreiben könnte. Und dann hatte ich mich mit dieser Thematik beschäftigt und gedacht, nein, das werde ich mein Leben lang bereuen, weil dieses Kind ist ja auch ein Teil von mir. Und es war ja auch wirklich ein Wunschkind. Und habe noch keinen einzigen Tag bereut mit meinen Söhnen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung. Aber nochmal zurück zur Abtreibung. Später dann, wenn Frauen sich entscheiden, wenn das Kind zum Beispiel schwerbehindert ist, dann gibt es andere Maßnahmen. Ich meine, gelesen zu haben, dass es dann eine Spritze gibt in die Gebärmutter oder die Nabelschnur und dass dann das Herz aufhört zu schlagen und dass die Kinder dann aber meistens geboren werden auf natürlichem Weg. Ich weiß auch nicht, ob die über einen Kaiserschnitt rausgeholt werden oder sie werden über einen natürlichen Weg geboren. Will man ein Kind im 7., 8. Monat zerstückeln und dann absaugen, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert wirklich nur bis zur 12. Woche. Also man muss dem Kind irgendwas spritzen, dass das Herz aufhört zu schlagen und dann wird es geboren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn eine Frau sich im 8. Monat oder im 7. Monat gegen das Kind entscheidet und es wird was gespritzt und dann muss es das Kind gebären und dann ist es tot. Und ich weiß nicht, was eine Frau dann empfindet, ob sie es dann vielleicht bereut. Also ich weiß gar nicht, wie die Menschen, die sowas fordern, sich vorstellen. Oder ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es das in anderen Ländern auch, wie wird das da praktiziert. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe letztens auch auf YouTube einen Beitrag gesehen, könnt ihr mal googeln, Tim oder Timmy Guido. Das ist ein Kind, das wurde in der 26. Schwangerschaftswoche abgetrieben, es hat aber seine eigene Abtreibung überlebt. Das hatte ein Down-Syndrom, die Mutter wollte es nicht haben, hat sich dagegen entschieden. Man hat es in warme Tücher nach der Geburt gepackt und hat es einfach weggelegt. Und er hat um sein Leben gekämpft und gekämpft. Und dann irgendwann, als Schichtwechsel war, ich weiß nicht nach wie vielen Stunden, hat man sich entschieden, das Kind zu retten. Und dann hatte der Junge aber neben dem Down-Syndrom noch viele andere Schäden. Das hätte nicht sein müssen, wenn er nicht abgetrieben wurde. Also da gibt es auch eine Dokumentation auf YouTube. Er kam in eine liebevolle Pflegefamilie und durfte da 21 Jahre lang ganz glücklich und behütet und geliebt aufwachsen. Er ist wohl jetzt kürzlich an einer Lungenentzündung gestorben. Also wenn ich dann sowas sehe oder auch
wenn man dann abtreibt und das Kind lebt noch, was macht man dann? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Kinder haben Rechte, wenn sie geboren werden, und im Bauch haben sie keine Rechte. Also sie haben erst dann ein Menschenrecht und ein Recht auf Leben, auf ein Recht versorgt zu werden, wenn sie geboren werden. Im Körper haben sie keine Rechte. Ich kratze mit dieser Thematik, wann beginnt das Leben eines Kindes und Abtreibung, natürlich nur an der Oberfläche. Das kann man alles noch viel, viel differenzierter sehen. Ich verstehe das auch mit der Selbstbestimmung der Frau, auch sexuellen Selbstbestimmung, aber es gibt immer noch die Verantwortung. Auf der einen Seite ist die Spaßgesellschaft, sich nehmen, was man will und das Leben genießen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Verantwortung. Ja? Es gibt eine Verantwortung und die Kinder entstehen ja nicht einfach so. Da geht ja auch immer ein gewisser Akt voraus. Und da muss man einfach in die Selbstverantwortung gehen. Es gibt Verhütungsmethoden, es gibt, wenn mal was schief geht, auch die Pille danach. Man kann hier in Deutschland bis zur 12. Woche legal abtreiben. Oder man kann auch, wenn man sich wirklich gegen Kinder entscheidet, wenn man wirklich sagt, ich will nie Kinder im Leben, man könnte sich auch sterilisieren lassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu verhindern, dass es so weit kommt, dass man ein Kind abtreiben muss, beziehungsweise auch, wenn diese Forderung mal irgendwann umgesetzt wird, dass es legal ist, bis zum 9. Monat abzutreiben, dass man sich das erspart, dass man es auch dem Kind erspart, sich selbst erspart, dass man das durchführen lassen muss, ein Kind im 6., 7., 8. Monat abzutreiben. Ich habe meinem Jüngsten davon berichtet, von dieser Tagung, was diese Frauen fordern, das natürlich so kindgerecht erklärt. Und dann meinte er als erstes, aber das waren doch auch mal Kinder. Und dann noch ein bisschen überlegt und meinte, na, da muss man sich einfach überlegen, mit wem man zusammen wohnt. Ich übersetze das mal. Dann sollte man sich einfach gut überlegen, auf wen man sich einlässt. Und das hat auch wieder viel mit Selbstverantwortung zu tun. Das ist ein sehr polarisierendes Thema. Wann beginnt das Leben eines Kindes und ist eine Abtreibung bis zum 9. Monat wirklich vertretbar? Das muss man natürlich differenziert betrachten. Ich möchte jetzt nicht nur sagen, na, nur das eine ist möglich und das andere nicht. Also ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen. Es gibt immer Lebenssituationen, wo man sich einfach gegen ein Kind entscheiden muss. Das will ich jetzt auch gar nicht hier verurteilen oder bewerten. Ich kann nur von meiner Stelle aus sagen, ich kam auch mal so in die Situation, wo ich verzweifelt war und ich konnte es nicht und habe es auch bis heute nicht bereut. Das war mein Video für heute und mich interessieren natürlich eure Meinungen und Gedanken zu den verschiedenen Themen. Wenn ihr selber Kinder habt, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das interessiert mich natürlich auch. Was habt ihr von euren Kindern lernen dürfen? Gerne auch eure Gedanken und Gefühle zu den einzelnen Themen, die ich benannt habe. Ernährung, eigene Bedürfnisse, Barfußlaufen, Wiedergeburt und wann das Leben eines Kindes beginnt. Ich freue mich über euren Austausch. Danke euch, dass ihr bisher das Video geschaut habt. Freue mich über einen regen Austausch mit euch. Wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald, eure Silke.